Die Geschichte von Vaste und Poggiardo wird in den großen kulturellen Szenerie des Parks der Krieger noch dynamischer und lebendiger. Der Park erstreckt sich über ein 20 Hektar großes Gebiet, wo sich auch die wichtige archäologische Stätte des messapischen Erbes der ehemaligen als Vaste bekannten Stadt befindet. Das imposante Portal stellt den Beginn der historischen Reise in der Vergangenheit dieser Ortschaft dar, der eine lange Zeit Achse enthaltet, die in den Jahrhunderten von der Geburt Christi anfing. Man kann die Entwicklungen der Fertigungen beim Landgut Pizzinage bemerken. In einigen Teilen werden die imposanten Gemäuer 8 Meter dick. Sie wurden zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert vor Christus errichtet. Man entnimmt die kulturelle Geschichte der Ortschaft Vaste beim Landgut Melike, in der nördlichen Seite der Ansiedlung, wo man die alte Nekropolis aus dem 5. Jahrhundert vor Christus erblicken kann. Wenn man das Landgut Giuliano besichtigt, bemerkt man die Entwicklung von Vaste während des Römischen und Byzantinischen Reichs. Hier ergeben sich die Hinweise eines alten frühchristlichen Friedhofes als Martyrium heiliges Stephan bekannt. Er entstand in der Nähe einer Kirche, die in ihrem Grundstein die architektonische Entwicklung vom 5. bis 10. Jahrhundert aufbewahrt. Immer noch dem ersten christlichen Märtyrer ist die typische unterirdische byzantinische Kirche Heiliger Stephanen vermutlich aus dem 10. Jahrhundert gewidmet. Das in den Felsen gehauene Gebäude hat im Inneren 3 Kirchenschiffe. Die Wände zeigen das wertvolle malerische Erbe im byzantinischen Stil von Fresken, die zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert gemalt wurden. Sehr wichtig ist darüber hinaus der Kulturraum, wo man die Wohnungen der messapischen Zeit bewundern kann, die dank der im archäologischen Bereich gesammelten wissenschaftlichen Daten wieder aufgebaut wurden. Das wertvolle historische Erbe macht Vaste ein der beliebtesten Ziele der Wissenschaftler und der Besucher, die sich für das alte salentinische Erbe interessieren.